Es gibt Menschen, die haben wirklich, wirklich Angst. Und Angst ist natürlich ein absolut schlechter Berater. Das hat immer unser Karl Hilz gesagt. Wir müssen die Menschen in den Mut hineinbringen. Und nur in Mut, nur den Mut können sie auch sich selbst entwickeln, sich selbst wieder befreien von dieser Angst. Und ich meine, ja, wir haben jetzt wieder die Angst vor dem Krieg. Mein Gott, und wieder eine Angst. Und dann kommt die Klimaangst und Angst, Angst, Angst. Nein, das Leben heißt Mut, Freude, Aktivität, wirklich gemeinsam etwas gestalten. Irgendjemand möchte gerne einen Song singen. Nein, nein, darf ich nicht, okay, Entschuldigung, nein. Dann würde ich jetzt einfach, jetzt bin ich mal aus dem Ding rausgekommen. Daniel, ich übernehme deinen Stream und würde dich bitte hochbitten. Also ich darf jetzt den Paul ankündigen. Bitte noch ein wenig Geduld, ich darf gleich mit euch ein paar Gedanken austauschen. Jetzt kommt der Paul und wir freuen uns sehr auf diesen Beitrag. Paul, bist du in der Nähe? In der Leitung. In der Leitung. Ah, jetzt, es geht um die Leitung. Alles klar. Jetzt ist er da. Jetzt kannst du ihn begrüßen. Seid ihr noch alle da? Seid ihr noch alle wach? Kommt schon, alle Hände hoch jetzt hier. Und ich will euch hören. Wenn die da so lange da mitmachen, was ist mit uns? Ihr seid die Spartaner. Also, ich ruf Frieden. Ihr ruft... Frieden! Frieden! Alle noch Frieden! 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 Danke! Und jetzt ein Riesenapplaus für Daniel Langert, bitte! Ich will euch alle hören! Hallo Berlin, hallo Deutschland! Hallo Menschheit, Menschheitsfamilie. Das Thema ist schon einige Male zur Sprache gekommen und der Zufall will es, dass auch darauf meine Gedanken abgestimmt sind. Und zwar möchte ich mal euch alle fragen, wer von euch hat in diesen letzten bitteren 2 Jahren ganz liebe Freunde verloren. Ich denke, da wird wohl kaum ein Arm sein, der hier nicht in die Höhe geht. Und jetzt frage ich euch, wer von euch hat in diesen wichtigen, für die Menschheit so entscheidenden 2 Jahren neue Freunde gewonnen? Und diesem Unterschied wollen wir jetzt mal nachspüren. Nämlich dem Unterschied zwischen dem, was mich so von meinen Gefühlen her verbindet, mit dem, was sich hier gerade in unserer Friedensbewegung abspielt. Schaut, wenn wir uns umschauen, wir spüren, dass der neben uns sitzt, neben uns steht, dass der erkannt hat, was in dieser Welt los ist und dass er sein ganzes Ich, seine ganze Emotionalität, seine mentale Kraft einsetzen will, um diesen Zustand zu beenden. Und das spürt jeder von seinen Nachbarn. Ist das so? Das bedeutet, jeder von uns weiß, nein, mehr noch, spürt, fühlt, ergreift über seine Intuition, dass der andere etwas ganz Kostbares im Schilde führt, etwas Wertvolles will. Das heißt, es sind ganz kostbare Werte, die uns miteinander verbinden. Darf man das so sagen? Und diesen Unterschied wollen wir kurz nachspüren. Es gibt einen ganz wichtigen Mann, der auch eine ganz große Bedeutung hat für diese Zeit. Das ist David Icke. Wer kennt David Icke? Wer begrüßt mit mir David Icke?
David Icke hat uns in vielen, vielen Videos schon gezeigt, als sie noch nicht gelöscht waren auf YouTube, hat er uns schon gezeigt, was hier abläuft. Und er hat uns über MK Ultra aufgeklärt, er hat uns über Albert Biderman aufgeklärt, das 8-Punkte-Programm, wie sie uns mit der Psyche buchstäblich in die Enge getrieben haben, wie sie durch dieses Aufbauen von Ängsten da gearbeitet haben. Das haben wir David Icke zu verdanken. Der hat da sehr viel uns deutlich gemacht. Aber darüber wollen wir heute gar nicht im Einzelnen sprechen. Sondern David Icke hat etwas publiziert und das möchte ich zitieren. Und ich möchte euch fragen, was ihr davon haltet, von diesem Satz von David Icke. Liebe ist die einzige Wahrheit. Alles andere ist eine einzige Illusion. Zitat Ende. Jetzt könnte man natürlich hellhörig werden. Warum? Wir sehen, es gibt dieses Gebäude da und das sehen wir, das können wir anfassen. Aber Liebe, das Liebe als einzige Wahrheit zu bezeichnen, was kann man darunter verstehen? Und dem wollen wir nachspüren. Dazu gehen wir aus von einer Situation, die wir alle erlebt haben, nämlich das Social Distancing. Und überhaupt, dass sie die Spaltung in diese Gesellschaft hineingetragen haben durch das Corona-Projekt. Und da stimme ich Heinrich Fichtner auch aus vollem Herzen zu, wenn er sagt, dieses Corona-Projekt ist nur das Mittel, um uns zu verändern, um den Menschen zu verändern. Aber sie haben die Rechnung ohne uns gemacht. Das heißt, wir sind in Distanz zueinander gebracht worden. Wir sind in Gegnerschaft gebracht worden. Und jeder von uns kennt das. Wenn man mit seinem Schwager SMS austauscht und eine wird wütender als die nächste und irgendwann denkt man sich, meine Güte, in was für ein Zirkus bin ich jetzt hier, dass ich mit meinem eigenen Schwager solche wütenden SMS austausche. Ich glaube, auch das kennt jeder von euch, oder? Und dann kommt irgendwann der Gedanke, mit dem geht's sowieso nicht mehr. Und genau da wollen wir jetzt ansetzen. Ist diese Einstellung, die erreichst du nicht mehr, mit denen werde ich nicht mehr und das hat sowieso keinen Zweck. Ist diese Einstellung tatsächlich die richtige? Dieser Frage wollen wir nachspüren und ich möchte euch ein ganz anderes Beispiel sagen, nämlich man kennt das aus der Zweierbeziehung von Mann und Frau. Da ist es ja auch so, dass es schwere Zeiten gibt miteinander. Und da brauche ich gar nicht in die Runde fragen, wer sowas schon erlebt hat. Da gibt es durchaus schwere Phasen. Und da gibt es auch mal das Gefühl, das aufsteigt, Mensch, das hat ja gar keinen Zweck mehr. Mit meinem Partner, mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann. Das hat ja überhaupt keinen Zweck mehr. Auch das gibt es. Und jetzt meine Frage. Die Frage ist ein bisschen tricky. Achtung. Könnte es sein, dass diejenigen, die uns jetzt durch Corona in Gegnerschaft zueinander gebracht haben und diejenigen, die wollen, dass die menschlichen Verbindungen, speziell die Mann- und Frau-Verbindungen kaputt gehen, dass das ein und dieselbe Bagage ist? Soll ich noch näher dran? Okay. Also machen wir uns nichts vor, wir reden hier über ein ernstes Thema und ihr wisst alle, wovon ich da spreche. Im Prinzip wird inzwischen jede zweite Ehe geschieden. Und zwar gibt es da Psychologen, die haben da ein Erklärungsmodell, weil die Bedürfnisse nicht mehr so gestillt werden, wie sie gestillt werden sollen. Und jetzt sind wir beim spannenden Punkt, ihr Lieben. Ist der Mensch ein reines Bedürfniswesen? Erschöpft sich der Mensch in seinen Emotionen und Bedürfnissen? Oder gibt es ein darüber hinaus? Und ich behaupte, was wir, danke für das Zeichen, und ich behaupte, was wir auch speziell durch Corona erkannt haben, erfahren haben, spüren, es gibt ein darüber hinaus. Wir sind mehr als die Ängste, die sie uns eingeredet haben. Und wir wissen auch, was der Hintergrund dafür ist. Nämlich ist das ein spezifisches Menschenbild, das Menschenbild von einem gewissen Herrn Sigmund Freud.
Ich bestreite nicht, dass der Sigmund Freud mit dem, was er entwickelt hat, auch viel Richtiges erkannt hat. Über unsere psychischen Strukturen, gar keine Frage. Aber wer kennt Gustave Le Bon? Wer kennt die Psychologie der Massen? Wer kennt das Buch Propaganda? Das alles basiert auf dieser Theorie, dass der Mensch ein reines Bedürfniswesen ist und dass man die Menschen, wenn man ihre Bedürfnisse lenkt, immer und überall genau dahin bekommen wird, wo man sie gern hinhaben möchte. Man kann sie dadurch manipulieren. Das genau ist das Menschenbild, was dahinter steckt. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier viele unter uns sind, die dies nicht mit sich machen lassen, oder? Und dadurch stellen wir, jeder einzelne von uns, unter Beweis, dass sie das falsche Menschenbild haben, dass es einen Menschen gibt, der auch von geistigen Werten geleitet ist und das für sein Leben als maßgeblich nimmt. Ich danke für eure Zustimmung. Es gibt einen Schüler von Sigmund Freud, der heißt Viktor Frankl. Viktor Frankl. Also wenn ihr ein Buch von dem in die Hand bekommen könnt, ich kann es euch sehr empfehlen. Der hat gesagt, stimmt, der Freud hat recht, aber es gibt auch das, was wir das Bedürfnis nach Sinn nennen. Der Mensch hat das Bedürfnis, Sinn zu verwirklichen. Ich weiß, wovon ich rede. Jeder von uns muss natürlich sehen, dass er materiell klarkommt in diesen schweren Zeiten. Aber wir alle spüren, wenn wir jetzt nur dem Geld hinterherjagen, wenn wir nur darum uns kümmern würden, wie wir sozusagen an das nötige Lohn und Brot kommen, dann wäre das zu wenig. Wir brauchen das darüber hinaus, jeder von uns. Und das ist der Grund, warum wir hier sind heute. Dieses darüber hinaus nennt der Viktor Frankl die Transzendenz. Wir sind das Wesen und zwar das einzige auf der ganzen Welt, das fähig ist zur Transzendenz, zum Überschreiten. Und das kommt nirgendwo besser zum Ausdruck als in der Liebe. Er sagt, im Lieben, ich zitiere jetzt Viktor Frankl, nehmen wir die Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Partners in uns hinein. Ich frage jetzt nicht in die Runde, wer das schon erlebt hat. Wir nehmen, ich wiederhole, die Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Partners in uns hinein. Ich zitiere weiter, die echte Liebesintention. Wir merken, er redet nicht von Bedürfnis bei Liebe, sondern er redet von etwas, was intendiert, was zielgerichtet wohin geht. Die echte Liebesintention, sagt er, Zitat weiter, dringt also bis zu jener Seinsschicht vor, in der jeder einzelne Mensch nicht mehr irgendeinen Typus darstellt, schlanke Blondine, üppige Schwarze und was auch immer, sondern, Zitat weiter, nur mehr sein eigenes, einziges Exemplar. Unvergleichlich, unvertretbar und ausgestattet mit der ganzen Würde seiner Einzigartigkeit. Das ist Viktor Frankl. Und ich denke, er hat einen Beifall verdient, oder? Und da möchte ich euch zum Abschluss von Dietrich und von Elke berichten. Dietrich und Elke waren lange Jahre zusammen. Sie waren glücklich verheiratet und dann kamen genau diese schweren Jahre, die die meisten von uns kennen. Und dann hat es der eine nicht mehr ausgehalten, ist weg. Und es kam Scheidung, zivilrechtlich und was alles dazugehört. Aber es gibt einen von beiden, und ich verrate jetzt mal nicht, ob es er oder sie ist. Es gibt einen von beiden, der trägt das Bild des anderen immer noch in seinem Herzen. Und das geht jetzt schon über Jahre hinweg. Er wacht morgens auf mit einem Gedanken und Gebet für den anderen. Er geht abends ins Bett mit einem Gedanken und einem Gebet für den anderen.
Und dann geschieht nach vielen, vielen Jahren das, was keiner von den Freunden jemals für möglich gehalten hätte. Die beiden, Dietrich und Elke, finden wieder zusammen und sie sind wieder ein Paar. Ist das nicht großartig? Und das genau ist der Geist, den wir brauchen. Wir brauchen nicht den Geist der Spaltung. Wir brauchen den Geist der Bindung an Menschen, das sich verbinden und das Fühlen, dass wir unauflöslich, da ist das Wort jetzt, unauflöslich miteinander verbunden sind. Und das wird dann auch vielleicht den Schwager und mich wieder zusammenbringen, oder? Und dieses Menschenbild, das verdanken wir nicht nur dem Christentum, sondern auch dem Islam, auch speziell dem Judentum. Wir verdanken das speziell den drei großen abrahamitischen Religionen. Und ich behaupte, aber auch derjenige, der von einer kosmischen Energie spricht und das für das Richtige hält, auch der ist an der Stelle mit uns verbunden. Denn möglicherweise ist es so, dass er es nur anders nennt, was die großen abrahamitischen Religionen Gott nennen. Und da sind wir bei dem Punkt, den wir jetzt miteinander feiern können. Wir haben noch 2 Minuten. Olli, ja? Haben wir noch 2 Minuten? Dann bitte ich euch einfach mal mitzuklatschen. Wir machen das ganz gezielt jetzt ohne Instrument. Wer von euch möchte, klatscht jetzt einfach mit. Und wir feiern jetzt genau dieses Moment, dass wir unser Leben jemandem verdanken. Und das wollen wir jetzt miteinander begehen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder nur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Danke, Berlin. Danke, Deutschland. Danke, ihr Menschen. Danke für eure Kraft. Danke, dass ihr durchhaltet. Und dass ihr den anderen niemals aufgeben werdet. Danke. So, und jetzt gibt es hier mal was Berlinerisches.